Auf unserem mehrtägigen Ausflug in die Wälder von Süddeutschland machen wir jetzt einen kurzen Abstecher zum sogenannten Beilstein. Ein riesiger aufrechtstehender Felsbrock, geformt wie eine Platte. Wir stellen uns unter anderem die Frage, wann und wie kam dieser Koloss so aufgestellt dahin? Das Ding ist 7,5 Meter breit, 7 Meter hoch im Durchschnitt und 1 Meter tief. Und die offizielle Erklärung sagt, der sei oben vom Felsen abgebrochen, hier runtergepurzelt und so stecken geblieben. Das ist die offizielle Erklärung. Die Löcher hier auf der Seite sind von? Die Löcher hier von der Seite sind von? Eben, also meiner Meinung nach, wie auch da unten an den Steinen, sind das Blockiersteine, ja, ja. Fundament einfach so, dass es auch hält, oder? Ja, klar, also. Und hier auch in diese Schälchen oder auch. Ja, genau. Nee, dass die das überhaupt ernsthaft glauben, ihre offizielle Version, das ist ja unglaublich. Ja. Da müsstest du das eigentlich hier absperren, das könnte ja sein, dass der umfällt, oder? Aber ja, und eben, wenn sowas von der drunter purzelt, dann bleibt es sicher flach und nicht stecken. Ja, zu 99,9% liegt er am Schluss flach, ja. Genau. Also. Und der ist sicher auch nicht ganz leicht, oder? Hast du schon mal überschlagen, was der ungefähr wird haben? Nein. Was hast du jetzt gesagt? 7 Meter auf 10 Meter? Was wäre das? Ja, ungefähr. Aber oben ist er so schräg. Ja, ja. Der Mann hat gesagt, 7,5 auf 7. Wie viel ist 49? 49, genau. Mal 2,5 über den Buntsandstein. Ja. Also 7 mal 7,5 mal 2,5. 131 Tonnen. Das sichtbare Stück. Und deshalb habe ich ja hier einen Stocker wieder dabei, zum gucken, wie weit er noch vom Boden reingeht. Ja, der muss schon ziemlich weit reingehen, denke ich, oder? Dass der das so hält. Ja. Ich meine, auch wenn der mehr jetzt so angelehnt wäre, diese stützen ihn, oder? Aber, ja, aber im Gegenteil, er kippt ja eigentlich ein bisschen nach vorne. Ja, oder wenigstens optisch. Ob er es dann auch macht, müsste ich mit dem Wasserwagen schauen oder so. Ja, genau. Nicht fest dran schütteln, nicht, dass er rumfliegt wegen uns. Zum Bouldern gebraucht. Ja, genau. Hier machen wir überall die Schälchen. Und wir haben jetzt gerade ausgerechnet, wenn wir davon ausgehen, so Durchschnitt 7,5 Meter hoch, 7 breit, nein umgekehrt, 7,5 breit, 7 hoch, mal 2,5 pro Kubikmeter, jetzt etwa 1 Meter tief, dann landen wir auf 131 Tonnen. Nur der sichtbare Bereich. Und eben die offizielle Erklärung sagt, er sei da oben runtergepurzelt und so stecken geblieben. Ja, das Loch finde ich auch speziell. Irgendwie so atypisch irgendwie, oder? Ja gut, eben, wenn er halt hier steht und Menschen darauf aufmerksam werden, weißt du nie ganz genau, wer was macht, oder? Ja, aber das sieht so. Ja. Vielleicht eine Art Seelenloch. Also haben wir hier 330, hä? Müssen noch mal gegenchecken. Ja, genau. Machen noch eine also ich nur der neuen Technik vertrauen kann. Weil ich liebe das Analoge.
Wir gehen jetzt in der Gruppe. 28. Ja gut, jetzt ist natürlich... Ja, wir gehen mal bei der Erden. Ja, 330 noch. Ja. Ja, ja. Also je nachdem, jetzt dann ein bisschen... Ja, machen wir so 330. Plus, minus ein paar verquetschte. Was wir gucken im Video von gestern, war auch was mit 330, aber ich weiß nicht, wer weit. Genau. Findet Oli dann raus. Ja, das ist ja innerhalb hoch ungefähr, weil er schräg ist, Mittel genommen, 7 breit und etwa einen tief, sind wir auf 131 Tonnen gekommen für nur den sichtbaren Bereich. Ja. Und jetzt wäre es halt interessant, ja, wie es in die Tiefe noch reingeht. Die Spitze des Eisbergs. Ja, ja, ja. Eisberg geht tiefer rein. Und sonst fällt doch der rum, wenn der nicht tief reingeht. Das ist wieder so, steht hochkant. Also. Ja, und hat sich ja so eingefräst. Ja. Hast du mitgekriegt, die offizielle Erklärung. Nein. Offizielle geologische Erklärung ist, dass er da runtergepurzelt ist vom Berg. Und dann so stecken geblieben ist. Ah, ja, genau. Ja. Das ist interessant. Sandstein ist ja nicht so brüchig, ist ja härter als Diamant, dass er direkt in den Boden gespitzt wird. Genau. Und rundum fast nichts mehr findest. Ja, eben, also. Ja, vor allem auch die Keilsteine da unten. Ja. Der ist verkeilt, oder? Ja. Ja. Schön. Ja. Und was denkst du denn, diese Löcher, also von was kommt das? Die sind ja wie ausgewaschen irgendwie, sehen die aus. Also ich denke auch eher natürlich. Ja. Aber kann sagen kann man es ja nie. Die waren vermutlich schon vorher da, bevor der dann aufgestellt wurde oder so. Könnte ja auch sein. Ja. Dass der mal lag und dann das Wasser sich da... Ja, dann hätten sie ihn so aufstellen müssen. Ja. Die langen. Aber eben, wir haben ja vorher unten auch gesehen, so zum Teil diese Einschlüsse, so, die können ja auch von Steinen sein, die auf dem Meeresgrund lagen, oder? Zwischen dem Sand, vor Jahrmillionen. Ja. Und dann wurden sie mit eingequetscht, hier auch zum Beispiel oder so. Und dann irgendwie über die Jahrtausende dann halt rausgefallen. Ja. Hier hast du fast wie einen Fußabdruck. Das mit einem modernen italienischen Laser schon. Ja, stimmt. Ja. Und hier oben ist ein Babyfuß. Ja, genau. Hier ist ein Babyfuß. Hier. Ja. Ja, okay. Mit viel Fantasie. Ja. Ja, aber das jetzt wissen wir, wurde gegossen. Und einer ist in den frischen Beton reingelatscht. Und zwar ein Skilacci. Ja. Also 3 Grad. Neigt er gegen vorne. Ja, es ist halt je nach Stein. Ja. Jetzt ist es wieder umgekehrt, oder hier? Ja, aber das dürfte schon ungefähr stimmen dort, oder? Ja, aber eben, das ist wieder besser, wenn abgebrochen ist hier wahrscheinlich. Und? Macht auch leicht so, oder, der Stein? Guckt ein bisschen nach vorne. So ein bisschen holig. Ja. Jetzt müsste man halt eine Dachlatte haben oder so. Für die ganze Strecke, Das ist natürlich aussagend. Aber die Löcher sind schon speziell, also... Ja. Sehen eben wieder aus wie diese typischen Schälchen, die wir überall im Schwarzwald haben. Ja, weil... Deine Idee mit dem Stein, das kann ja auch bei Gewissen sein, aber wieso gibt das immer so schöne Runde dann? Also nicht jeder Stein ist rund. Und ja, aber das ist jetzt auch wieder was ganz anderes, denke ich. Das sieht jetzt wirklich eher wieder aus wie diese gemachten Schärfen. Ja. Ankerum hier, das haben sie vielleicht angefangen zum Meißeln und dann aufgehört. Ja. Vielleicht müssen wir mal ein Bild von vorne nehmen und alle Schälchen markieren mit einem weißen Punkt. Gute Idee, ja. Haben wir dann irgendeine Sternkonstellation oder so. Und der da, gehört der dazu? Oder ist der... Hat es den weggesprengt? Oder? Ja, wahrscheinlich, wenn man da unten schaut. Ja, das passt hier. Ja. Das auch. Ja.
dann vielleicht einfach auserodiert. Ja, ja. Das haben wir jetzt heute den ganzen Tag gesehen, irgendwo auf diesen Schichten, dass es immer wieder aus weicheres Material und dann sich schneller erodiert und so. Mhm. Ja. Aber eben da unten, das sind für mich eindeutig Keilsteine. Die, denke ich, gehören nicht zum Felsen dazu, sondern das wären in meinen Augen Keilsteine, damit da vorne die auf Position bleibt. Ja, eben das Loch, was da gesehen hier oben. Ist auch ganz speziell. Ja. Weil das macht jetzt das Ding wieder nicht, das Slayer, oder? Genau. Ja, weil da, also, das sieht für mich extrem schön gearbeitet aus, was weißt du so? Ja. Ein bisschen geschliffen, je nachdem. Ich muss mal Domi ein Bild schicken, vielleicht, er hat jetzt auf den Azoren überall auch so Seelenlöcher entdeckt, oder? Okay. Und die gehen ein bisschen rein, aber du siehst, dass sie absichtlich gemacht sind, aber die gehen nicht tief, sondern nur so ein bisschen rein. Und da redet man von Seelenschächten in dem Sinne, keine Ahnung, für welchen Zweck, aber das ist auch wieder so ein Fingerprint für diese Zikkuratbauten oder einfach diese Stufenbauten auf den Toren oder ja, auf den Riffen hatten wir es auch. Und muss ich mal ein Bild schicken und gucken, ob das was sein kann. Ja, die hier jetzt da. Die da. Ja. Das sieht ja jetzt nicht wie diese Schälchen aus. Das ist nicht schön rund, das ist nicht gleich tief überall, also. Ja, und zum Beispiel hier oder so kann man sich vorstellen, dass da mal ein Stein drin war. Ja, genau, ja. Oder auch dort sieht man es am besten, was Remo vorher gefunden hat. Da siehst du noch. Ah, ja, genau. Aber eben halt auch nicht so viele Steine. Also, ja, also nicht. Und was ist das da, die Runden da, die flachen Runden? Das ist eine gute Frage. Ja, also extrem viel Stein hast du nicht hier, also wo wir sehen einen. Da oben hat es noch etwas drin, hier. Also es ist nicht so dick besiedelt mit diesen kleinen Kieselsteinen. Eben die finde ich auch interessant. Also, also gebohrt kann das ja nicht sein, sonst hättest du in der Mitte eine tiefere Vertiefung, oder? Ja, wenn es gebohrt wäre und vor allem ist ja so. Eierfladenmäßig, also nicht schön rund. Nee, die Struktur sieht auch nicht gemeißelt aus, weißt du? Ja. Ich meine, es ist schön ribbelig. Ja. Auch das war ein spannender Kurzausflug zu diesem Koloss namens Beilstein. Die offizielle Erklärung, dass diese über 130 Tonnen schwere Felsplatte natürlich so zu stehen kam, können wir nicht nachvollziehen. Unser Trip auf der Suche nach der vergessenen Vergangenheit in unseren heimischen Wäldern geht weiter.